Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was für eine Art Fleisch sich eigentlich in Ihrem Hamburger befindet? Das Rind und das Pferd haben unterschiedliche DNA-Sequenzen. Und genau diese Unterschiede in der DNA-Sequenz können wir uns zunutze machen, wenn wir die Fleischart bestimmen möchten. Auf einem festgelegten DNA-Abschnitt binden markierte DNA-Sonden. Verwendet wird eine spezifische Sonde für das Rind und eine spezifische Sonde für das Pferd. Wird zuerst bei der DNA vom Rindsburger eine Pferdesonde verwendet, so passt diese nicht auf den DNA-Abschnitt und es findet keine Bindung statt. Wird dann aber die Sonde für das Rind eingesetzt, passt diese wie ein Puzzleteil auf den DNA-Abschnitt. Handelt es sich um Pferdefleisch, bindet hier die spezifische Pferdesonde an der isolierten DNA. Ist ein Gemisch von beiden Fleischarten vorhanden, binden beide Sonden. Jede Sonde hat ein spezifisches Farbsignal, das bei der Bindung frei wird und gemessen werden kann. Beim Rindsburger entsteht somit ein anderes Signal als beim Pferdeburger. Und bei einem Fleischgemisch geben demnach beide Sonden ein Signal ab. So lässt sich also feststellen, ob Sie gerade dabei sind, Rind oder eben doch Pferdefleisch zu essen. Guten Appetit!